Ja, genau. Hier hat mir das Amulett bekommen. Komme ich da oben auch hin? Nein, sieht nicht so aus. Leute, ich bin mir ziemlich sicher. Entweder habe ich es noch nicht gefunden, obwohl ich die gesamte Karte mittlerweile erkundet habe, oder nahezu. Oder ich habe es gefunden und habe nur vergessen, dass es ist und ich konnte damals noch nichts machen damit. Oder ich habe eine Abzweigung gesehen, bin aber in eine andere Richtung gegangen und habe vergessen, später noch mal in die andere Richtung, in die eine Richtung zu gehen. Ich bin mir ziemlich sicher, in dieser Truhe kriege ich das, die vierte Flasche. Das heißt aber, ich müsste doch irgendwo etwas übersehen haben. War ich eigentlich da rechts schon mal? Keine Ahnung. Ich glaube schon, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich schon so ziemlich überall mal war. War ich da links schon? Oh. Okay. Kann ich eigentlich die Flöte auch hier benutzen? Leider nicht. Okay. Moment mal. Ich glaube, der Weg, wenn ich jetzt direkt in der Schattenwelt gehe, ist sogar kürzer. Denn da rechts ist der gleich nach oben. Der Felsen. Au. Wo komme ich da rein? Ach, das war das. Ah, und hier war das Graben. Ja, da war ich auch schon. Ja, aber dann war ich ja doch hier schon überall. Okay, eine anhängliche Truhe. Das würde ja eigentlich schon wirklich dafür sprechen, dass es irgendwo hier in Kakariko ist. Oder in dem Schatten Kakariko. Aber wo? Und wo war nochmal die Höhle von dem Dieb, der uns verrät? Wo? Ach, Moment mal, die war, glaube ich, im Wald. Eine anhängliche Truhe. Eigentlich war ich hier ja schon überall. Aus, ich gewinne sie da. Das wäre aber nicht sehr schön. Oh, und was ist eigentlich hiermit?
Okay. Da wäre ich jetzt auch irgendwie gerne rein, aber das scheint nicht zu sein. Das Dorf der Verbannten. Hier scheint nicht zu sein. Kann ich das Bild? Nein. Ich kann da nichts rausziehen. Das ist ein Händler. Aber ich brauche keinen Händler. Wo kriege ich die Truhe her, die mir folgt? Bin mir ziemlich sicher, dass der eine hier gelebt hat. Oder hier lebt. Aber Mist, jetzt bin ich außerhalb des Dungeons, oder? Ja, jetzt bin ich außerhalb des Dungeons. Was war eigentlich da rechts nochmal? Wer lebt da? Ein Händler. War hier nicht auch ein Wahrsager? Was sagst du mir? Okay, er sagt Ganons Turm. Es ist wahrscheinlich genau der gleiche Wahrsager, aber ich möchte trotzdem machen, bis er mir das gleiche nochmal gesagt hat. Ach, wenn ich diese anhängliche Truhe doch nur hätte. Also hier müsste ja eigentlich dieser Dieb aus der Schattenwelthöhle sein. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Jetzt bin ich ja wieder im Dungeon, oder? Ah, Mist. Ausgang ist nach oben und dann links. Lol.
Wow. Eigentlich hatte ich ja gehofft. Dass mein Strahl ihn erwischt, aber irgendwie nicht. So. Ach, wisst ihr was, Leute? Ich glaube, ich sehe einfach nach. Ich habe keine Lust, die gesamten Welten, beide, nochmal zu erkunden. Ich habe irgendwo eine Schatztruhe übersehen. Und ich sehe jetzt, mich interessiert, wo. So. Okay. Hä? Okay. Yep. Darauf wäre ich nie gekommen, Leute. Das war wieder etwas, das tatsächlich erst... Wir waren da schon mal da und da war es noch nicht da, weil es etwas ist, das erst auftaucht, wenn man was gemacht hat. Ich weiß jetzt nicht was, da habe ich nicht nachgesehen, aber sie ist tatsächlich hier in der Schattenwelt. Au. Und zwar hier rechts. Soll sie sein. Tatsache. Das Schloss dieser Truhe ist von innen verschlossen. Nimm sie ungeöffnet mit. Okay. Ja, wir waren schon mal hier und ich hatte mich gewundert, warum hier nichts ist. Dass es richtig schade ist. Und wir wissen jetzt auch, naja, dass da trotzdem was ist. Das ist schon ein bisschen schade. Aber ich hatte recht, wenn, dann müsste sie in Kakariko sein. Und sie war in also in dem Schatten bei Kakariko. Und sie war ja auch tatsächlich dort. Sie waren nur nicht dort, wo ich vermutet hatte. Er war schon ein bisschen gemein jetzt. Das Einzige, wo ich finde, was wirklich gemein war, war diese Truhe. Okay. So, du weißt also, dass ich ein gesuchter Dieb bin. Das Schloss öffnet wie kleiner. Na gut, dann öffne ich dir eben die Truhe. Aber versprich mir, mich nicht zu verpfeifen. Abgemacht? Ich verspreche es. Tatsache, eine magische Flasche. Darin kannst du Verschiedenes aufbewahren für später. Jetzt interessiert mich, ich mach mal kurz Pause, damit sich die Gegner angreifen. Jetzt interessiert mich, Leute, was der Auslöser dafür ist, dass man das bekommt. Okay. Also offenbar ist der Auslöser, dass man den Schmied zurückgebracht hat. Und man praktisch das Level 3 Schwert hat. Aber, ey Leute, jetzt haben wir 4 Flaschen, wovon 3 leer sind. Das gefällt mir überhaupt nicht, Leute. Gehen wir blaue Elixiere kaufen.
Nein, eine Fee zu haben ist gut, falls ich es mal übertreibe. Aber ich glaube, ich möchte 3 blaue Elixiere haben. Das habe ich gar nicht nachgesehen. Hätte ich es mir eigentlich gleich nochmal kaufen können? Ja, hätte ich tatsächlich. Wow. Und ich krieg doch sicher einen Schluck gratis, oder? Danke. Jetzt sind wir sogar fast pleite, Leute. Aber ich glaube, wir haben jetzt alles. Wir haben alle Herzen. Wir haben... Dass ich das eine Herzteil nochmal gefunden habe, Leute, das war reines Glück. Oh Mann. Und die vierte Flasche... Naja, war halt einfach Pech. Hätte ich die ganze Welt nochmal durchsucht, Leute, hätte ich sie garantiert gefunden. Ich habe das praktisch also auch wieder abgekürzt. Also das, da bin ich mir zu 100% sicher, ich hätte sie garantiert gefunden, weil ich auch da natürlich wieder hin bin. Hin wäre. So. Ja, jetzt überlege ich gerade, Leute. Ich habe jetzt noch einen den letzten Dungeon vor mir. Nehme jetzt aber schon wieder seit 3,5 Stunden auf, Leute. Ich glaube, den hebe ich mir tatsächlich fürs nächste Mal auf. Für heute mache ich Schluss. Denn jetzt habe ich bestimmt noch eine Stunde Dungeon hinter mir, dann noch vielleicht noch eine halbe Stunde Abspann und Geschichte geht zu Ende und sowas. Und dann würde ich 5 Stunden aufnehmen, Leute. Nein, ich glaube, ich mache hier Schluss. Und... Dann mache ich Folgendes. Bitte was? Da kann man durch? Ich bin da immer außen rumgegangen. Nicht da rein. Hier müsste das sein, oder? Nein, hier links. Ja, genau, da gehe ich rein. Dann bis morgen, Leute. Ciao.